Hallo, ich liebe Hunde. Sie sind meine besten Freunde. Es gibt viele verschiedene Hunderassen auf der Welt. Und heute werden wir eine der Rassen kennenlernen. Den Chihuahua. Ah! Ja, Chichi, du bist ein Chihuahua. Der Chihuahua ist der kleinste Hund der Welt. Er wiegt nur zwischen 1 und 3 Kilo, beziehungsweise 2 und 6 Pfund. Er ist so klein, dass er locker in eine Handtasche passt. Der Chihuahua sollte aber nicht wie ein Spielzeug behandelt werden, nur weil er so klein ist. Er ist ein aktiver Hund, der regelmäßig Bewegung braucht. Der Chihuahua kann sich für alle möglichen Aktivitäten begeistern. Von langen Spaziergängen bis hin zu faulen Freitagabenden auf der Couch. Er ist ein fröhlicher, wachsamer, lebhafter und sehr mutiger Hund. Er ist auf seine Bezugsperson fixiert und ihr und seinem Rudel sehr treu. Der Chihuahua verteidigt sein Rudel und sein Revier lautstark gegen Eindringlinge. Ist die Gefahr allerdings vorüber, lässt er sich auch gern mal auf dem Schoß von Fremden streicheln. Ja, das weiß ich doch. Du bellst und kuschelst auch gern, Chichi. Es gibt zwei verschiedene Haartypen bei dieser Rasse. Den Langhaar- und den Kurzhaar-Chihuahua. Der Langhaar-Chihuahua hat langes, weiches Fell, eine kleine Löwenmähne und einen buschigen Schwanz. Der Kurzhaar-Chihuahua hat kürzeres Fell und das Fell am Schwanz ist auch nicht so lang. Und du, liebe Chichi, bist ein cremefarbener Kurzhaar-Chihuahua. In der Tat sehr elegant. Chihuahuas gibt es in vielen Farben und in verschiedensten Farbkombinationen. Die Hunde haben große Ohren, eine kurze spitze Nase und große runde Augen. Typisch ist der runde, apfelförmige Kopf. Es gibt aber auch Varianten mit einem sogenannten Rehkopf. Echt süß! Der Chihuahua ist ein treuer Begleithund und hat eine hohe Lebenserwartung bis hin zu 14 Jahren. Der Chihuahua wurde nach dem gleichnamigen Bundesstaat in Mexiko benannt, wo die Rasse 1850 entdeckt wurde. Chihuahuas haben es also gerne warm und sind nicht für arktische Temperaturen gemacht. In sehr kalten Regionen sollte man ihn daher im Winter schön warm anziehen. Trotzdem toben die kleinen Hunde gerne im Schnee herum, aber man muss sie im Auge behalten und sie dürfen nicht allzu lange draußen bleiben. Das war spannend, oder? Ja, mir macht es auch Spaß, mehr über Hunde zu lernen. Und Chihuahuas mag ich mit am allerliebsten. Kiddy Tales.